Moin Moin und hallo, ich grüße euch zum PlayStation Front Twitch Stream heute mit dem hoffentlich großartigen Bloodborne. Das räumt ja Wertung ohne Ende ab, über 90er. Ich glaube, das Schlechteste, was ich gelesen habe, war eine 80. Ansonsten größtenteils über die 90. Wir fangen direkt mal an, würde ich sagen. Ich habe echt Bock drauf, ich freue mich. Bin sehr gespannt. Ich habe wie immer noch nicht reingespielt. Oh, verdammt. Das war direkt mal falsch. Verflucht, ich wollte ja online spielen. Anmelden. Okay, geht doch. Sehr schön. Gleich mal verkackt. Oh je, ich ahne ja schon Schlimmes. Das wird wieder eine Qual. Willkommen im Online-Modus. Das Online-Spiel ermöglicht es dir, Hinweis, regelmäßig Wartungsarbeiten. Donnerstag 1 bis 4 Uhr. Ja, da schlafe ich normalerweise. Gut, wir gucken mal eben noch die Einstellungen an. Text. Ja, Deutsch. Deutsch. Netzwerk. Ah ja, Online-ID. Aha. Sorry, Region lokal ist besser für den Ping. Bis Mann sichtbar, Bestie unsichtbar, das lasse ich mal, denn je nachdem für euch, wie ihr euren Fernseher eingestellt habt, ist das auch unterschiedlich. Lautstärke ist für mich eigentlich ganz angenehm. Mal kicken, wie das für euch aussehen tut. Moin Koku, moin moin. Ja, ich habe es ein bisschen leise, je nachdem, mal sehen. Vielleicht mache ich es noch lauter, wenn es euch zu leise sein sollte. So, Controller, der soll vibrieren, aber sowas von. Lass ich alles, genug im Menü rumgegurkt, neues Spiel. Jawohl, auf geht's. Ah, jetzt fragt er mich eh nochmal alles, okay. Moin Katze, moin moin, danke, moin Zaffert, moinsen. Das ist der Mad Hatter von Batman. Spiele ich das falsche Spiel? Ach, er sitzt im Rollstuhl. Nee, das ist kein wirkliches Hack and Slay. Wenn dir Dark Souls was sagt oder Demon's Souls, das ist, ja, der Nachfolger davon. Okay. Name eingeben. Ja, wie heißt der junge Mann wohl? Das ist doch Logo. Hado natürlich. Oh, verdammt, wisst ihr was? Jetzt muss ich mal gucken. Haha! Oh. Fehler vom Amt. Ich bin mit meinem US-Account eingeloggt. Muss ich direkt nochmal schnell ändern hier. Benutzer wechseln. Das wäre fatal, denn ich habe keinen PlayStation Plus mit dem US-Account und dann nützt das natürlich wenig, denn ich will ja vielleicht auch den einen oder anderen von euch oder verdreschen oder verdroschen werden, man weiß es nicht. Eher Hardcore-Action-RPG, ja, so kann man es vielleicht nennen. Hardcore, ja, Hardcore-Action-RPG trifft das ganz gut, das stimmt, ja, Katze. Ja, soll nicht gerade einfach sein, das glaube ich. Deshalb habe ich ja auch in den letzten Tagen Ori gespielt, weil das auch sehr einfach ist. Damit habe ich mich schon mal vom Frustlevel her ein bisschen eingestimmt. Wundert mich, dass er gar nichts gesagt hat, dass ich hier PlayStation Plus brauche, als ich jetzt gerade mit dem falschen Account drin war. Na gut, macht ja nichts. Moin Zitmark, moin. Moin Blackie, moin moin. So, Online-Modus, okay. Neues Spiel. Jawohl. Weiter. Ja. Demon's Souls 2, Dark Souls 2 war deutlich einfacher als der erste. Der erste Teil hat mich irgendwann gebrochen, aber die Add-ons für den zweiten Teil sind auch knallhart. Also da bin ich verzweifelt dran. Annahmenblut.
Fuck. Muss man denn immer alles so bürokratisch regeln hier, Mann? So, nochmal. Hallo. R2, okay. Männlich, jung, Angsthase, okay. Ach so, ich muss hier im Steuerkreuz wechseln, das ist ja voll ungewöhnlich. Moin, Dave! Auf jeden Fall. Geschlecht, nee, ich will ja männlich. Alter, jung, reif, gealtert. Wie sieht denn da der Unterschied aus? Ich sehe jetzt nicht so wirklich einen Unterschied. Reif. Ich sag mal reif. Angsthase, normal, übliche Kindheit, alle Attribute durchschnittlich. Letztes Mitglied eines Dorf, hohe Lebensessenz und Kraft. Ach, hier rechts sieht man es ja schon wieder. Ach, wenn ich schon wieder alles wüsste, so. Also Vitalität ist klar, Gesundheit, Ausdauer ist klar, so kann ich sie oft zuschlagen. Stärke ist für Nahkampf, Geschick wird Fernkampf sein. Blutfärbung habe ich keine Ahnung, Arkane auch nicht. Blutecho weiß ich auch nicht, Stufe. Nichts nutzen, na, das wird es mir wahrscheinlich ein bisschen härter machen, ne? Leben voller Gewalt. Vergangenheit, unbedacht, aber stark. Was heißt denn unbedacht genau? Blöd oder wie? Professionell. Perfekt geeignet für Detektivarbeit und Wissenschaft, Kriegserfahren. Ich nehme mal an, das wird hier nicht so den mega Unterschied machen, wenn es wie bei Dark Souls ist, dann kann ich das eigentlich auch nochmal verändern. Das sind halt nur die Startwerte, die ich habe. Militärveteran. Mit Stärke und Geschick. Ah, ich mache mir einen Militärveteran, wa? Oder soll ich doch hier das einfachste Standard, Angsthase? Nee. Militärveteran, das passt schon. So, Geschlecht haben wir, Alter hatten wir doch auch schon, Stimme. Erwachsene. Körperbau. Ach so, hier rechts sieht man jetzt auch einen Unterschied, okay. Ja, aber kräftig, wa? Körper, ah, jetzt kann ich hier noch. Kopf, okay. Wird der überhaupt größer? Kann ich irgendwie zoomen? So ein bisschen, okay. Ich sehe gar keine so richtige Veränderung. Seht ihr was? Weiblichen Char, nee, ach, ich spiele so ungern mit weibliche Charaktere. Ich kann mich mit denen nicht so richtig identifizieren, sorry. Brust, ja. Abdomen. Ah, kleine Plauze soll er schon haben. Arme, ja, sehe ich jetzt auch nicht so einen Unterschied. Kräftige Beinchen hat er. Okay. Basis Haupthaar. Hautfarbe. Warum sage ich denn Haupthaar? Ja, ein bisschen blässlich, wa? Alter Schwede. Wie kann man denn hier den Hautton verändern? Orange. Ah, komm, der muss schon ein bisschen blass sein. Wangenfarbe. Kräftige rote Bäckchen? Nee. Lachfältchen. Ah, komm, der hat schon ein paar Lachfältchen. Das ist in Ordnung. Gesichtsdetails, Gesichtsvorgaben. Nee, ähnliches Gesicht. Gesichtszüge, machen wir mal selbst ein bisschen. Na gut, ein bisschen. Ja, komm, ein bisschen geältert ist er schon, wenn es Kriegsveteran ist. Wow! Das sieht ein wenig gruselig aus. Nee, das ist schon richtig so mit dem Greenscreen. Ich war da ein bisschen was am Umstellen und muss mir mal hier einen anderen Bezug zulegen. Das ist schon creepy, oder? Ja, etwas, ne? Na, ich könnte hier wieder umstellen, aber... So, besser. Ja, fällt vielleicht jetzt gar nicht so auf, dass das Sofa flimmert. Na gut. Ja, nee, so ein gruseliges Vieh muss ich nicht machen. Formbetonung stark.
Gesichtsform. Ach du Scheiße, wie viel kann ich denn einstellen hier? Oh, Nasengröße. Ohohoho. Alter, was kann man hier für gruselige Monster züchten? Übel. Gesichtswölbung. Ah. Vertikales. Hier sehe ich jetzt nicht so richtigen Unterschied. Alter Schwede. Kannst ja Stunden mit verbringen. Oh Gott, was ziehe ich dem für eine Nase ran? Oh Gottes Willen, was habe ich getan? Nasenrücken. Oh! Alter! Okay, was wird denn das? Sieht ja aus wie ein Rabe oder so. Jetzt wird's normaler. Okay, obwohl die Nase doch sehr, sehr schmal ist. Wie kriege ich denn das wieder breiter? Nasenlöcher. So. So sieht er schon wieder. Oh Gott! Was geht ab? Nasengröße. Jetzt wird die gar nicht größer, irgendwie seltsamerweise, ne? Also manche Werte sind nicht so richtig selbsterklärend. Ha, Wangen. Wangenknochenhöhe, Wangenknochentiefe. Okay, Lippen. Gespitzt, nee, ach ja, gespritzt, schade. Mundausdruck. Ja, die Angie. Sehr gut. Schön. Lippenfülle. Jawohl. Lippengröße. Wie so ein Frosch. Dicke Wurstlippen. Mund. Konvex. Ah. Die Augen sind total strange. Da muss ich noch was machen. Ja, Augen. Okay, Augengröße. Augenschrägstelle. Alter! Was kann man hier für Monster ranzüchten? Gottes Willen. Irgendwas. Irgendwie sehen die Augen total. Ja, so geht's schon einigermaßen, oder? So von der Seite sieht er ja relativ normal aus. Hat einen ganz schönen Zinken, aber hier von vorne. Naja, es geht schon. Über Augenwulst. Aha. Augenbraune oder Augenbraun. Ja, sag das doch. Ey, wie krass. Was man hier alles machen kann. So. Stirn, hier habe ich viel rumgestellt. Kinn. Da war ich doch auch schon. Kiefer. Gesichtssymmetrie. Na, jetzt sieht er langsam wieder wie ein Mensch aus. Mann, wie viel Zeit man hier verbringen kann, hä? Faszinierend. So, wo kann ich denn Hautfarbe, Make-up, Basishautfarbe, Lippenstift? Oh Mann, ey. Dunkelrot, ach nee, hä? Lippenstift 2. Augenbereich. Farbton um die Augen. Sehe ich jetzt keinen Unterschied. Kann ich noch näher ran? Ja. Augenlidhelligkeit. Das wird irgendwie ein ungesundes Gelb, hä? Uiuiui. Schlimm.
Lidstrich. Lidschatten. Ah. Schon ein bisschen mitgenommen. Aber irgendwie. So ist besser. Hautfarbe hatten wir. Haare. Aha. Bart. Bart, 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 Bart. Er braucht einen Bart. Ui, wie viel es hier gibt. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Gibt es vielleicht auch nur so einen Spitzbart? Wow. Wie glitscht denn sein Auge rum? Alter Schwede, seht ihr das? Eieiei. Ich habe ihn kaputt gemacht. Ich habe Angst, dass seine Augen gleich rausgehüpft kommen. Gottes Willen, was ist denn da los? Wenn ich ihm einen Bart gebe, dann glitschen seine Augen. Was ist denn das? Das könnte auch Abraham Lincoln sein, oder? Hä, mit dem Bart hier? Sieht ein bisschen aus wie Abraham Lincoln. Finde ich jetzt gerade so von der Seite hier, wa? Okay, komm, mach mal Abraham Lincoln, warum nicht? Bartfarbe. Das soll ja schon ein bisschen was Graueres sein. Kriege ich den jetzt grau hier zusammengemixt? Lila soll es nicht werden. Aha, das sieht schon besser aus. Vielleicht ein bisschen gräulicher. Also nicht gräulich im Sinne von grausam, sondern grauer. Moin Chemiklo, moin moin. Ja, irgendwie... Jetzt geht's ins Blaue. Ah, so sieht es gar nicht so schlecht aus, hä? Okay, Haare. Wackeln die dann sogar, wenn ich laufe? Ja, eigentlich war ich mit der ersten Frisur schon ganz zufrieden. Welche waren das jetzt nochmal? Die hier, hä? Doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Warum hat's denn jetzt meinen Bart umgestellt? What the fuck? Ach, veräppel mich doch nicht. Ja gut, dann kriegt er graue Haare und einen schwarzen... Ach so, weil ich Kreis drücke. Ich bin ja auch schlau. Palette anzeigen. Ach, so ist doch viel einfacher, Mann. So. Bart, nee. Bartfarbe. Palette anzeigen. Bisschen dunkler, genau. Braunen. Wie die draufploppen. Ah, so ein bisschen was Buschiges hier, hä? Ah, braune Farbe. Ah, sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich. Bin eigentlich ganz zufrieden. Ja, gut, Wimpern. Okay, das sieht leicht strange aus. Klimper, Klimper. Ja, Standard. Wimpernfarbe lassen wir. Pupillen. Och, Himmelswillen. Ja, lasse ich mal Standard. Augenfarbe. Kriegt er. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Schwarz ist auch ziemlich evil. Vielleicht. Ja, so was helles Bräunliches hier, hä? Ja, ist okay. Recht. Größe, recht. Ach, ich kann sogar noch die Größe von den einzelnen Augen verändern. Gottes Willen. Hört mir da auf, Leute. Tätowierung. Brille. Oh, sogar eine Brille. Gibt's hier sowas, was ich hab? Was ist das denn?
Was zur Hölle? Ein Monokel, jawohl. Nice, ich will einen Monokel, obwohl der ist nicht so cool. So einen richtigen Monokel. Ah, nee, die sind alle nicht so geil. Tätowierung, Male. Nee. Ach du Schande, kann ich sogar noch die den Umfang, Position und was weiß ich nicht alles einstellen. Hi, nix vielleicht, ne? So, habe ich irgendwas vergessen? Er sieht doch eigentlich ganz cool aus, so, oder? Ich meine, ein älterer Herr. Abe Lincoln, Vampire Killer, da gab es doch mal sogar einen Film. Als Favorit speichern, jawohl. Bitte, danke. Haben wir gemacht. Setzt die genaue Anpassung auf Standard zurück. Nee. Wie gehe ich jetzt weiter? Zurück. Ah, ja, abschließen. Okay. Gut, er heißt Hado. Er ist männlich. Alter reif. Militärveteran. Und er sieht aus wie Abe Lincoln. Kann man machen, finde ich. Machen wir los. Jawohl. Ich bin gespannt. Hat von euch denn schon jemand gezockt? Seid ihr schon erfahren? Oder müsst ihr noch vielleicht bis morgen warten, bis ihr das Spiel habt? Ich habe es ja schon seit Samstag, aber ich durfte ja nicht streamen vorher. Und habe natürlich auch nicht gespielt. Ich habe mich sehr zusammengerissen. War gar nicht so einfach, aber mal gucken. Ich habe gehört, die Ladezeiten sollen recht lang sein. Und die sind ja auch gerade, ne? Ja, es geht, obwohl, ja. Ja. Oder halt auch nicht. Gut. Ah. Verzeichnet und versiegelt. Beginnen wir nun mit der Transfusion. Oh, keine Sorge. Okay. Was auch passiert, ihr werdet das alles für einen bösen Traum halten. Ah, super. Er sitzt im Rollstuhl irgendwie. Und desinfiziert oder so sieht das auch nicht aus. Moin Sonic, moin moin. Alte Suchti, also bitte, ja. Sind das Sensen da oben? Hm. What the fuck? Hat der mir irgendwelche Drogen gespritzt? Ach so, er will nur mit mir knuddeln, ne? Doch nicht. Wer, warum, wieso, was? War das der Opi? Nee. Alter, was geht denn ab hier? Ah, hallo. Sieht ja fast aus wie Aliens, hä? Okay, und das war's dann auch schon. Ihr habt euch einen Jäger gesucht. Einen Jäger besucht? Oh. Isovkas Klinik. Okay, ach, jetzt sieht man meine schicke Frisur gar nicht mal, oder was? Mann, oh Mann. Untersuchen. Handgeschriebene Kritzelei. Suche Bleichblut, um die Jagd auszuweiten. Aha. Tür öffnen. Oh, ich bin ganz schön klein, hä? Oder ist der Tisch nur so hoch? Gar nicht sicher. Oh. Hm. Ich geh mal hier hin.
irgendwie Tracht, Status, Inventar, rechte Hand, linke Hand, Tracht, Blutsteine, Karyl, Runen, Kelche. Tja, ich habe auch noch nicht so wirklich viel Status. Okay, das ist Level, System, ja. Das sind meine Waffen, Schnellgegenstände. Achso, und jetzt will er nach einer Waffe grapschen. Achso, linke Hand, rechte Hand. Ah, alles klar. Und jetzt habe ich schon irgendwas benutzt. Oh weh. Shit. Eieiei. Ja, er will die ganze Zeit nach was fassen hier an seinem... an seiner Ausrüstung. Aber ich habe noch nichts. Hinweis. R1, Angriff, rechte Waffe. Ich habe aber keine Waffe, oder spinne ich? Ja, super. Hinweis. Rechter Stick, zieh anvisieren. Ey, das ist aber cool gemacht, wie hier die Hinweise sind, ne? Das ist geil mit den Skeletten, die hier aus dem Boden kommen. Geist ansehen. Ach so, das sind... Oh, scheiße. Irgendwie zeigt er mir aber keinen Geist an. Ich gehe direkt mal wieder hoch. Ich gehe mal an die andere Tür, vielleicht liegen da Waffen. Was bedeutet das Augensymbol oben rechts? Ja, weiß ich auch nicht, du, keine Ahnung. Ich gehe erstmal hier rein. Ach so. Na gut, dann halt doch nicht. Hier ist auch nichts weiter. Muss ich direkt ohne Waffen gegen das Vieh da unten kämpfen? Ihr spinnt doch. Oh, nee. Okay, das ist stärkerer Angriff scheinbar. Das ist auch noch ein Angriff. Wie weiche ich aus? Kreis? Ja, scheint so. Gott, 3 Schaden. Ja, super. Oh je, oh je. Rage-Modus aktiviert. Eieiei. Du Bastard. Oh, scheiße. Ach du Kacke. Da hat er mich gleich fast... Bin ich schon tot? Ah, alles klar. Bloodborne, ja super. Ja, geil, okay. Ja, Ist natürlich auch schwierig ohne Waffen, wa? Aber wahrscheinlich musste ich hier auch sterben. Ja. Okay. Heieiei. Steht für Einsicht. Wichtig zum Online-Spielen. Aha. Wo bin ich denn jetzt gelandet? In welcher Märchenwelt? Hübsch sieht's aus, wa? Bin ich jetzt tot, oder? Ah, jetzt sehe ich einen Geist. Toll, der ist einfach umgefallen hier. Batbot mit Boten, mit Boten mit Blutecho handeln, um Gegenstände zu kaufen. Aha. Blutfiole. Aha. Kugeln. Naja, gut, ich hab ja nichts so wirklich, ne? Wie soll ich da jetzt mit denen handeln? Hübsch sieht's aber aus, das muss man sagen. Hallo, wer bist denn du? Eine verlassene Puppe, okay. Was, eine Puppe? Geschenk von Boten mitnehmen. Oh, biete dir eine Trickwaffe an. Wähle eine aus. Trickwaffen werden in der rechten Hand geführt
und bei der Bestienjagd verwendet. Oh, okay. Was nehme ich denn da? Was nehme ich denn da? Sägehackbeil, Jägeraxt oder gewundener Stock. Steht hier irgendwie, ob die einhändig oder zweihändig sind? Physischer Angriff, stumpf. Und der ist Stich, der Stock. Ja. Attributbonus. EC oder DE. Ja. Tributanforderungen, Stärke und Geschick. Aha. Naja, gut, die nehmen sich jetzt alle nicht so viel, wa? Ich glaube, ich wähle mal das Hackebeil. Ja. Okay, und jetzt Inventar. Ah. Verwenden. Rechte Hand. Verwenden. Wieso? Es ist ausgeschwärzt. Warum kann ich es nicht verwenden? Kommt vielleicht noch? Biete eine Feuerwaffe an. Wähle eine aus. Feuerwaffen in der linken Hand geführt. Okay, Jägerpistole. Ja, eine Pistole, wa? Ich denke, damit bin ich agiler. Ich will Pistole. Da denke ich gar nicht erst lange nach. Ja, normalerweise müsste er doch jetzt danach grapschen. Ah, jetzt habe ich hier was ausgewählt. Rechte Hand. Ist das linke Hand? Ja. Aha! So, jetzt haben wir doch was hier. Noch ein Geschenk, ein Notizbuch. Hinterlasse Nachrichten bei diesem treuen Diener, um Jäger in der anderen Welt zu teilen. Ah, okay. Fest verschlossen, das ist schlecht. Das ist ja gar nicht nett. Hinweis. L und Kreis rennen. Okay. Hier war schon wieder ein Hinweis. Gegenstand werfen. Gegenstand wechseln. Ah, okay. Ja, ich habe nichts zum Werfen. Wo geht's denn hier hin? Fest verschlossen. Ist ja gemein. Hinweis. Waffe transformieren. L1. Transformierter Angriff. Okay. Das ist ja niedlich. Jetzt hat das Ding mehr Reichweite, hä? Cool. Den Gegner von hinten mit einem geladenen Angriff treffen lässt ihn taumeln. Aha. Kann ich auch meine... Okay. Sind ja überall. Heiliger Kelch für Ritual. Aha. Ja, hier, das wird so das Hub sein, ne, wo ich immerhin zurückkomme. Fest verschlossen, das ist ja blöd. Moin Genbo, vor einer halben Stunde knapp. Ich hab nichts für, wenn du so spät dran bist, ey. Oh. Hallo. Hier. Schnarcht der, oder? Okay. Weiß jetzt nicht, ob das gut war. Ich hab's halt einfach mal gemacht. Steht da was? Nee. Mit Einsicht. Dieses Bad scheint ein Albtraum verbunden zu sein, aber es gibt... Aha. Ist verschlossen. Muss doch irgendwie hier reinkommen. Hinweis. Du bist eingeweiht, oder? Nee. Ich hab gestern 17 Uhr gesagt. Ich weiß, aber ich war halt schon früher da und wollte unbedingt zocken. Jetzt heul mal nicht hier rum. Ich lade den Shit doch dann bei YouTube hoch. Mann, hast eh nichts verpassen. Ich hab mir hier...
Abraham Lincoln erstellt. Also mach dir mal nicht ins Hemd, Mann. Wo soll ich denn jetzt genau hin? Hier komme ich nicht rein. Bah. Notfallausrüstung, Quecksilberkugeln, aha. Waffe wechseln, ja, das weiß ich schon. Oben war ich da auch schon. Ist verschlossen, what the fuck? Nichts hier außer Dunkelheit. Was? Erwachsenes Grab, kein Ort zum Aufwachen. Ah, Ort zum Aufwachen wählen. Aha. So, geht's mal wieder zurück. In dein Hemd passt nichts mehr, das war schon auf dem Heimweg, was? Ach so. Ja. Jetzt mal nicht rumlingeln hier. Bloodborne setzt auf offensiveren Kampf. Ja, das ist ja nicht verkehrt, oder? Ich meine, es ist ja gut, dass sie was anders machen und nicht nochmal dasselbe. Ich finde es schon ganz richtig so. Mal sehen. Ich war bei Dark Souls auch immer eher ein defensiverer Spieler. Deshalb kann ich jetzt natürlich viel erzählen. Mal gucken. So, ist die Dreckstöhle jetzt noch da? Ja. So, du Kackvieh. Jawohl, ach, nicht schlecht. Und wenn du nicht willst, knall ich dich halt ab. Oh nee, oh Gott. Ich will nicht jetzt schon sterben hier. Ich drücke auch die falschen Tasten. Versuch nochmal. Oh. Ach! Ja gut, ich gehe auch sehr defensiv ran, das ist wohl wahr. Scheiße, ich bin mir noch so ein bisschen unsicher. Mann, Mann, Mann. Na gut, ja, Bloodborne ist es, das wissen wir jetzt schon. Ah, naja. Gleich am ersten Gegner. Ja, ohne Waffen ist das ein bisschen schwierig, den hier. Und jetzt, na gut, das war jetzt ein bisschen doof, das gebe ich ja zu. Boah, Ladezeiten sind schon nicht so ganz ohne, ne? Überhaupt noch was? Ah, ach so, und es lädt gleich wieder hier. Ja, kriege ich so einen richtigen Malus? Vielleicht minimal links oben, oder? Ja gut, dann gehe ich jetzt mal ein bisschen mehr rein hier. Ja. Ach, der macht ja richtig böse Schaden. Alter Schwede. Okay, das war dumm. Penner. So. Blutecho sehr lang, du Pissvieh. Blutfiliole. Her damit. Mist Ryan. So, was kann ich mit so einer Blutfiliole machen? Gar nichts. Ach so, das ist wahrscheinlich einfach nur XP, ne? Nehme ich mal an. Geist ansehen. Also hier, ich bin nicht als einziger hier gestorben. Ja, also so ist nicht. Oh, schönes Ragdoll. Körper durchsuchen, Blutfiole, okay. Hinweis, segne uns mit Blut. Hm. Bitte doch, gerne doch. Hat das Spiel nicht gezockt, aber denkt er schon, er kann einen auf Klugscheißer machen hier, der Genbo. Mann, Mann, Mann.
So was mag ich ja. Kleine Gnade für ihr selbst. Kann ich den Sarg hier zerkloppen? Nee. Hallo. Oh, Klemme. Ach, sieht doch schon geil aus. Was von einem Gerät verschlossen. Was haben wir hier? Quecksilberkugeln. Aha. Wechseln? Nee. Ich höre was grummeln hier. Aha. Moin Paula, moin moin, na, alles gut? Oh. Vorsicht behandeln, Feind. Oh, ja. Wow, was ist das für eine Kutsche, ey? Das ist ja ein Panzer. Fiole. Ich sehe schon, die Blutfiolen, die spielen eine wichtige Rolle. Jetzt hier runter? Nein. Hübsch, hübsch. Kann ich irgendwie schleichen? Na, nicht so richtig. Oh, da ist doch was. Komm mal her, mein Freund. Boah. Oh shit. Jawoll, du Luder. Gib mir dein Loot. Hast nix. Ach. Drecksack. Boah. Loot-Fiole. Jawoll. Oh. Hast du vergessen, dass du hier aufstehst? Oh shit. Oh, mit einem Schlag. Mann, bin ich gut, ey. Verdammt, bin ich gut. Vorsicht vor Feind. Habe ich gemerkt? Haben sie auch gemerkt. Lass uns die Straße säubern. Molotow-Cocktail. Niedlich. Kann ich das jetzt auswählen hier? Ah. Na, nee, so wollte ich das nicht. Ich wollte es eigentlich nur hier festlegen. Wie lege ich mir das da? Ach, hier, Schnellgegenstände, ja, okay. Okay. Moin, Anarchy, moin, moin. Oh. Was öffne ich damit? Ah. Ach, hier geht's gar nicht rein. Tor öffnen, von Gerät verschlossen. Und die Uhr klingelt auch schon. 30 oder 60 Frames, kann ich hier gar nicht sagen, du. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ach so, das ist wieder das Lagerfeuer, wa? Lampe bringt dich zurück zum Traum des Jägers. Wenn du stirbst, wachst du bei dieser Lampe auf. Hm, schön. Auch verschlossen. Geht's nicht lang. Nichts hier außer Wahnsinn. Das klingt doch gut. Kiesel, super. Oh, da unten. Ui. Ui, das sind aber ein paar, du. Ui, ui. Oh, shit. Ja, hallo. Spacken. Der hält ja gar nichts aus. Was ist das? Nichts. Hier will ich irgendwie noch nicht hin.
erbarmen, Mann, Bestie. Oh shit, der hat ja schon ein Schild. Na, ja, ne? Ja, niedlich. Oh. Oh. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier schon hin soll. Moin Zaffert, moin moin, moin Deutsch Gamer, moin moin. Moin Dario, kommt es an Skyrim ran? Kann man die vergleichen? Ich finde nicht, oder? Skyrim und Dark Souls kannst du doch nicht so richtig miteinander vergleichen. Ich habe auch Skyrim nie gezockt, von daher kann ich dir da eh nichts zu sagen. Scheiße, jetzt komme ich ja auch hier runter. Oh. Hinweis. Auf eine Audienz mit Mann. Klopfen. Oh. Molotow-Cocktails, sehr schön. Gibt's hier irgendwelchen Loot, wenn ich das Zeug zerklappe? Also bis jetzt finde ich es sehr gut, aber ich habe ja auch nicht wirklich gespielt viel. Deshalb kann ich da wenig zu sagen. Ja, mal gucken, wer hier zu Hause ist. Pass mal auf, wenn ich die Tür eintrete. Okay. Das war dann wohl eher nix. Wie heile ich mich denn? Kiesel, die auf sie geworfen werden. Ja, oh, kann ich ja auch immer noch ausbilden, wa? Das hat mir eher geschadet. What the fuck? Was war denn das jetzt? Das war ganz bestimmt nicht so geplant. Ich hab doch hier links oben, sehe ich doch die Blutfiliolen und so ein Shit. So, wenn ich jetzt nach oben drück. Was verbraucht's denn da? Nix. So wechsle ich den Kram und mit Viereck kann ich werfen. Ja, okay. Was gibt's denn noch für Tasten? Ah, mit Dreieck. Alles klar, okay. Gut, läuft. Scheiße, muss ich jetzt wirklich hier runter oder was? Mache ich erstmal den hier schnell. Oh shit. Oh shit. Gut. Weg. Läuft. Läuft, läuft, läuft. Gut, Fiole. Hinweis. Vorsicht vor Klemme. Die laufen doch hier Patrouille, oder? Soll ich mal mit so einem Molotow-Cocktail probieren, die zu ärgern? Ja, das ärgert die ganz gut. Aber hallo, wie das die ärgert. Na komm her, mein Freund. Jawohl. Oh, verdammt. Ich dachte, der wäre schon tot. Ah, Leiche durchsuchen. Gib her. Moin, Waffel. Moin. Ein bisschen erstaunt, dass die in der deutschen Version hier die Ragdoll-Effekte angelassen haben. Ups. Oh, scheiße. Der sieht böse aus. Ah! Oh ja, er ist böse. Er ist äußerst böse. Oh Gott. Mann! Ah! Nein! Was drück ich denn? Goddammit. Oh! Hui, 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 hui. Mein lieber Mann, ey.
Oh toll, der Stein war ja äußerst wirkungsvoll gegen ihn. Oh. Uiuiui. Was macht er jetzt? Ah! Und er hat's mich zerrissen. Ei, Karamba. Mann, oh Mann. Oh. Scheiße. Ich weiß auch nicht, ob ich den jetzt schon hätte wirklich angehen sollen. Ich mache ganz schön wenig Schaden an dem. Hätte vielleicht erstmal in die andere Richtung weiter gemusst, ne? Mann, 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 Mann. Oh weh, oh weh. Na gut. Man lernt nie aus, wa? Eher wie Super Mario, ja. Paula, ich glaube, du hast es als einziger verstanden. Das ist eindeutig wie Super Mario. Ganz klar, das blutrünstige Super Mario, was damals nur in China rauskam. Das kennen nicht so viele. Gewisser Insider. Aber die Ladezeiten sind schon länger, ne? Gut, ich nehme an, die Gegner respawnen auch alle wieder. Ja, da hinten ist er doch schon wieder. Naja, okay. Die hier sind ja nicht so das Problem. Der hat ja sehr wenig abgezogen mit seinem niedlichen kleinen Messerchen hier. Oder der Heugabel. Arsch. So, okay. Blutfiole. Noch was. Quecksilberkugel. Lecker. Liegt jetzt hier mein Zeug? Ja. Sehr schön. Okay. Dann ist es rechts oben also die Erfahrung, der Pfeil. Was auch immer das ist. Alter, das ist ja ein Pferd. Eklig. Uiuiuiui, Hinweis. Vorsicht vor Feuerwaffe. Ah, hier oben ist doch noch einer, ne? Hier war doch letztes Mal einer. Strange, wo ist er denn jetzt? Kann ich hier klopfen? Ja. Elender Fremder, niemand öffnet in einer Nacht der Jagd seine Tür. Nacht der Jagd? Ach hallo, es ist noch nicht mal Nacht. Guck mal hier hinten. Ist noch ziemlich hell, du Lappen. Ah, hallo. So, läuft doch. Oh, der sieht so lebendig aus, ja. Und der hat auch eine dicke Shotgun. Quecksilberkugeln, danke. Stehen ein paar am Feuer da hinten. Oh, hier ist sogar einige. Ah, hier gibt's was. Blut! Ah! Oh, du Schwein. Du mieses Schwein. Verdammte Axt. Habe ich mich so von dem Blut verführen lassen? Gar nicht aufgepasst, dass hier wieder so ein Drecksack lauert. Ja gut, das sind jetzt so die ersten Gegner, ne? Also es sieht sehr viel besser aus und es läuft sehr viel besser als... Ah! Du Dreckschwein! Es läuft sehr viel besser als...
Dark Souls. Das hat ja geruckelt auf der... Also der zweite nicht mehr so, aber der erste war ja furchtbar. Komm ich nicht hin. Was geht jetzt? Da oben kommt einer. Oh Scheiße, der hat mich gesehen, hä? Mit dem Engstück hier kann ich sie vielleicht relativ bequem erledigen. Jetzt gehen sie alle wieder weg. Was verbrennt ihr denn hier vor allem? Ich sie hier oben abfangen kann. Hallo. Oh shit. Boah. Oh, du Schwein, verdammt. Hab ich nicht richtig anvisiert gehabt, den Lappen hier. Mann, wie man die Leichen hier vor sich herzerren kann. Mann, oh Mann, oh Mann. Im Mitt liegt meine Brieftasche. What? Hab ich was verpasst? Hier war doch eben noch einer. Da hinten ist er. Die Silberkugel. Boah, verdammt! Dreckschwein. Na, da komme ich nicht ran. Krieg ich auch nicht kaputt, hä? Hab ich jetzt Akku gezogen? Nee. Drüben auf der Seite, aber da geht's glaube ich auch nur da hoch. Kann ich irgendwie so eine Sprungattacke machen? Oh shit! Oh, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass es hier Schusswaffen gibt. Uiuiui. Scheiße. Zu, Kollege? Na komm. Okay. Läuft doch. Da hinten, der hat eine Shotgun. Und hier drüben der auch, hä? Kann ich irgendwo... so richtig die Steuerung mal sehen. Ich muss mal eben hier in die... Ja, hier. Ob ich irgendwie springen kann oder so. So, die mega umfangreiche Anleitung. Interagieren, Schritt zurück. Ach, Viereck ist Schritt zurück. Kreis ist Gegenstand verwenden. Hä? Viereck? Oh... Das ist die Anleitung von dem Spiel. Ein Zettel, die kriegst du nicht mal auf die Reihe, diesen einen Zettel richtig die Sachen drauf zu schreiben. Denn hier steht, Schritt zurück ist Kreis. Nee, Schritt zurück ist Viereck. Ich drücke Kreis und er macht einen Schritt zurück. Und Gegenstand verwenden wäre laut der Anleitung Kreis, es ist aber Viereck. Oh. Ja, das ist schon eine Meisterleistung. Das ist wirklich nicht ganz schlecht. Aber ich kann scheinbar nicht springen. Spezialangriff L2 mit Beihand. Na, das habe ich ja die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger verwendet. Ach so, ja, na klar. Stick nach vorne und zuschlagen, wie immer eigentlich. Okay. Ah, hier komme ich runter, genau. Das war der Plan.
Ja, aber dass man es da noch nicht mal auf die Reihe kriegt, hier eine Anleitung richtig abzudrucken, die ein Zettel groß ist. Oh, Scheiße. Nein! Oh, da hat es mich zerscherbelt. Oh, Mann. Oh, und da kam noch ein Hundi. Oh, weh. Eieiei. Na, ja. Ach, Mann. Da war der Unterschied riesig. Was? Ja, glaube ich dir. Ich glaube, auf PC spielt sich das wirklich besser. So die alten Dinger. Also hier bei dem, ja, jetzt mal abgesehen von dem Quatsch hier, spielt sich's eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Gut, jetzt bin ich schon wie oft dreimal gestorben, aber naja, ist jetzt auch lange her, dass ich Dark Souls gespielt habe und ist schon ein bisschen ungewohnt, dass ich halt nicht blocken kann und nix. Ja, das mit den Speicherpunkten verhält sich hier genauso. Hier die Lampe, die ersetzt die Fackeln bei, oder die Lagerfeuer bei Dark Souls. So. Und ich verliere auch wie immer meine Seelen hier. Das scheint alles ganz ähnlich zu sein. Na komm. Das hat ja mal gleich super geklappt. Okay, das war schon eher was. Läuft. Kommt ihr? Mist, das war nichts. Nee. Ach, ich will immer zu viel. Ich trottel. Nein! Jawohl, so schon eher. Mann, ich gehe immer so aggressiv hier ran, das ist nicht gut. Ja, vielleicht schon, aber ich habe es halt auch noch nicht so wirklich raus. Tja, hier unten sind jetzt meine Leichen leider nicht. Mein Soul, ja, die Ladezeiten scheinen recht lang zu sein, das stimmt wohl. Aber ansonsten hält sich es eigentlich in Grenzen. Jo, mach's gut, Katze. Bis später. Ciao. Weiß immer noch nicht, was die Steine hier... Ach, die muss ich bestimmt... Kann ich die wieder opfern oder so hier irgendwo? Na gut möglich, wa? Ja. So, da hinten kommen sie wieder. Quecksilberkugeln und noch irgendwas anderes. Was war das denn? Kennt's gar nicht so richtig. War ich hier oben schon? Ach ja, hier, der Spacken. Du Drecksack. So. Laufen sie schon wieder? Also. Nein. Oh, schon eher, jawohl. Geht doch. Geht doch. Darf nur nicht übermütig werden. Moin, Freak, moin, moin. Nein, ich habe keine SSD. Könnte aber hier vielleicht tatsächlich ein bisschen was bringen. Moin, Tu, moin, moin. Ah! Oh. Ja, könnt hier vielleicht wirklich ein bisschen was bringen, ne? Oder weniger sterben. Wäre wohl auch eine Maßnahme. Das sagt sich nur immer so einfach, ne? Arsch. Ah! Oh Gott. Oh, fuck you.
Ja, wer ist hier verflucht? Guckt euch mal an, ey. Mann. Alter Schwede. Puh. Das war so nicht geplant, aber es hat ja funktioniert. So, wenn ich jetzt da runtergehe, dann kommt irgendwo so ein blöder Hund angehüpft. Das will ich ja eigentlich nicht. Denn die kenne ich noch so gar nicht. Aber es gibt hier auch keinen so richtig anderen Weg. Ich probiere mal sowas. Oh, da oben steht ja auch einer mit Shotgun. Wie wechsle ich denn das Ziel? Der ist wahrscheinlich zu weit weg. Hm. Was nützen mir denn die... Ich habe doch so Quecksilberkugeln hier oben. Mit... Plus 5. Und ich verliere Gesundheit. Was bedeutet denn das? Ach, das ist wieder hervorragend, dass es hier null Hinweise gibt. Hat sich irgendwie was entdeckt, verändert? Stufe, Blutecho, Biestentum. Hm. Ich kann es leider nicht sagen. Ach, die brauche ich wahrscheinlich zum Ballern, oder? Wir probieren mal. Ja. Ach so, und dann kann ich die irgendwie für Gesundheit opfern, dass ich Kugeln kriege, oder wie? Verstehe ich jetzt so spontan nicht ganz. Aber okay. Ja, wie blöd wieder. Wie doof! Mann! Oh ja, genau. Kommen die? Nein. Nicht so richtig. Na komm, mein Freund. Komm. Arsch. Ich heile mich mal lieber wieder. Ich habe nicht so richtig viel Heilung, ich weiß, aber... was soll's, ne? Ups. Okay, warum ging das nicht? Oh weh. Verdammt! Ich einfach mal rein. Ach komm. Ich gehe einfach mal rein da. Boah, so, rein und raus. Blitzkrieg war das. Und jetzt ist der dumme Köder da hinten. Und hier drüben ballert so ein Spacken. Und hier kommen auch wieder zwei. Ah, jetzt ist der Hund da. Das ist doof. Der Hund. Ich mag ja eigentlich Hunde. Ich bin ein großer Hunde-Fan. Aber vielleicht... Ja, das mag er gar nicht. Wie ich mir dachte. So, da oben sind zwei, bis ich bei dem Typi da bin. Aber ich denke, ich muss den schnell erledigen. Denn sonst stresst er mich. Ja, das hat so nicht geklappt. Shit. Nein, fuck you! Oh! Ah!
Gott verflucht! Mann, ey. Alter Schwede. So, nochmal heilen. Oh, Mann. No risk, no fun, wa? Geh weg da. So, jetzt hole ich mir hier oben den erstmal. Ich hoffe, hier ist sonst nichts weiter. Ah! Dreckschwein. Okay. Mistvieh. Arsch. Okay. Nice. Ha, läuft doch. Kaltbluttau. Aha. Interessant. Hier geht es nicht hin. So, was ist denn das jetzt hier genau? Oh, da liegt auch noch was. Quecksilberkugeln. Oh, missgebildetes Ding. Ah, stimmt, ja. Ah. Muss man es denn gleich verbrennen? Wie viele Sachen man hier kaputt machen kann. Oh. Wackel die Tür da? Ja. Eieiei. Ah. Nur durch so einen schmalen Bolzen gehalten. Uiuiui. Hast du auch einen hohen... Ja, ach, es geht jetzt hier eigentlich, muss ich sagen. Noch hält sich das ganz gut in Grenzen. Das ist okay. Lagerfeuer wäre jetzt mal ganz geil. Oh, da hinten ist doch eins, oder? Nee, aber hier ist was. Wer brüllt denn hier so? Blutsteinscherbe. Fiole. Da ist... Ne, ist auch kein Lagerfeuer. Verdammt. Klopfen. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Nö. Tja. Ihr sitzt draußen fest in einer Nacht. Ich mag den Charakter aber. Der ist eigentlich ganz lustig geworden. Man sieht nichts davon, aber... Okay. Nee, Boss. Beim Boss war ich noch nicht. Ich hab schon... Da habe ich schon ein bisschen Schiss vor. Das wird schlimm. Das wird... Schlimm, der erste Boss. Aha. Hallo. Der klopft also hier an. Ach scheiße, ist das ein Rabe? Ach du Kacke, was ist denn das für ein Zombie-Rabe? Okay. Ja. Boah. Können die gar nicht laufen? Alter, was sind denn das für Raben? Ölurne. Wer lacht hier so? Erinnert an Abraham Lincoln. Ja, genau. Das dachte ich auch, als ich ihn erstellt habe. Das war nicht unbedingt absichtlich. Aber irgendwie kam dann Abraham Lincoln dabei raus. Frag mich mal nicht, wieso. Kann ich hier wieder klopfen? Nee. Ah, es sieht schon schick aus, muss ich sagen. So mit den ganzen Details und so. Sieht schon echt gut aus. Ah! Och, ein Schlag wieder nur. Ach je. Ich habe mir vorhin so in die Hosen gemacht wegen dem Hund. Oh, scheiße, wo war denn der? Oh, weh. Kommt mal hierher. Mist. Oh weh, oh weh, oh weh, oh weh. Oh weh, oh weh.
Caramba! Oh! Oh! Alter Schwede. Ihr Mistbiester. Ah, hier bin ich jetzt auf der anderen Seite. Super. Kaltbluttau. Was ist denn das? Mal gucken. Können durch Blutechos gewonnen werden. Ein Tropfen Kaltblut mit Blutechos darin. Daraus können Blutechos gewonnen werden. Jäger, die vom Traum gestärkt werden, gewinnen Kraft aus Blutechos. Sie nehmen das Blut in Gedanken, Ehrfurcht, sogar Dankbarkeit gegenüber ihren Opfern auf. Ach so, damit kriege ich hier also Erfahrung, wenn ich die Dinger einsetze. Ja, mache ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Ich würde ganz gern erstmal an Lagerfeuer kommen, ne? Das wäre ja schon ganz hilfreich. Oh, scheiße. Du Penner. Oh, shit. Oh, da ist die große Mutti. Oh! Holy. Scheiße, der verträgt ja einiges. Bin ich hier unten sicher? Ist da was? Ja. Shit. Oh! Oi, du! Nein! Oh, du... Lass mich nicht töten, du. Ich sag's dir. Fuck off. Bastard. Ei. Oh, jetzt ist aber hier im Rage-Modus. Oh. Yes. Oh, okay. Na gut, so hart ist er ja nicht. Das geht eigentlich. Der sah halt nur so groß und böse aus. Ach, da ist ja noch ein Hundi. Tot. Blutfiole. Quecksilberkugeln. Hat der einen Stein in der Hand? Habe ich jetzt gar nicht so mitgekriegt. Ja, Steine sind böse, wa? Gefährliches Special Weapon. So, unten war ja noch dieser Dicke, der da an die Tür geklopft hat. Ich glaube, das war so genauso einer wie der jetzt gerade hier. Hm. Die Erfahrung will ich mir eigentlich nicht entgehen. Ach nee, ist er weg. Physische Angriffe. Warum ist der jetzt weg? War das jetzt der, den ich gerade geplättet habe? Das ist ja irgendwie strange. Nicht, dass der jetzt irgendwie auf mich hüpft oder so. Fackel. Ah. Molotov-Cocktail. Naja, ist doch schön. Schön! Läuft doch. Oh, ich komme mal ganz gut voran, oder? Passt, muss ich sagen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht. Hätte gedacht, das wird schlimmer. Sprach er und starb. So wird es ja gleich passieren. Wie ich denn jetzt? Oh weh, was bist du? Das ist so ein Vieh, was ich am Anfang gekillt habe, hä? Was sind denn das für... Statuen hier. Krass. Hinweis. Ah, Gegenstand voraus. Genau. Blutsteinscherbe. Schön. Erstmal noch da gucken. Hier nicht. Ah, jetzt bin ich hier oben drüber. Okay. Cool. Da geht's runter, hä? Und dann geht's da wieder hoch.
Eieiei. Vorsicht vor verborgener Fahrt. Ich probiere das mal. Ha! Läuft, läuft, läuft. Geht's ja noch weiter. Ich will eigentlich einen Speicherpunkt. Verdammt. Ich will so ein Lagerfeuer. Na, hier ist ja gar nichts. Scheiße. Okay, verdammt. Jetzt muss ich ja da runter. Oh weh. Na, ob das jetzt so clever war. Da unten lauert auf jeden Fall direkt was Neues, Böses. So, hier kann ich... Oh, shit. Komme ich da wieder ganz hoch vielleicht? Ich will eigentlich noch nicht hier runter. Ich habe nicht das Gefühl, als sollte ich schon hier hin. Den Ratten hier unten und so. Will eigentlich wieder raus. Nee, aber ich komme hier nicht mehr raus, ne? Scheiße. Ach, Kacke. Ach, Leute. Das ist nicht gut hier. Na gut, die Ratten sind ja altbekannt. Aus Dark Souls. Oh, da vorne ist was. Was hat denn der für eine Säge? Naja, wohl, die gehen aber. So mega viel hält er nicht aus. Oh weh. Boah. Der ist gut machbar. Ja, okay, das ist sogar recht einfach. Einfach, weil nicht besonders helle. Die kriege ich nicht kaputt. Und da komme ich auch runter zu den Ratten. Oh! Scheiße, ja. Gut, wenn sie mich natürlich dann treffen. Ach, wie dumm das war. Wie überflüssig. Ah, nee, einfach mal gepennt, ne? Wie doof. Okay, ich mache eine kleine Pause. Ich muss nämlich schon die ganze Zeit mal dringend aufs Klo. Machen gleich weiter. Bis gleich.